Ich begrüße euch zu einem neuen Take a Look at Video hier auf N-Tower TV. Ich bin der Patrick und heute schauen wir uns gemeinsam Kirby Star Allies für die Nintendo Switch an. Kirby hatte es auf seiner Vorgängerkonsole der Wii U nicht einfach und musste sich mit gerade mal einem Spin-Off-Titel geschlagen geben. Abhilfe haben dort die beiden 3DS-Ableger Triple Deluxe und Planet Robot geboten, welche die allseits bekannte Kirby-Formel quasi perfektionierten. Nun ist Kirby aber offiziell zurück auf einer Heimkonsole und präsentiert sich in Kirby Star Allies erstmalig in einem wunderschönen neuen HD-Gewand. Und meine Güte, sieht das Spiel gut aus. Im Ernst, es ist einfach nur bemerkenswert, den Sprung vom kleinen 3DS auf einen großen 16:9 Fernseher zu sehen, auf dem man nun die feinsten kleinen Details auch wirklich sehen kann. Wie beispielsweise sämtliche Strukturen innerhalb des Gesteins, die 3D gerenderten Hintergründe, Holz, welches in kleine Stücke zerfällt, sowie das naheliegende Gras zu Asche werden lässt, wenn man ein bisschen mit dem Feuer spielt. Oder aber auch sämtliche Waddle Dees, die einen riesigen Ball formen und alle ganz klar ersichtlich sind und man sie bis auf das kleinste Detail erkennen kann. Noch nie sah ein Kirby-Spiel besser aus, obwohl es eine Sache gibt, die alle Kirby-Spiele seit Kirby's Adventure Wii gemeinsam haben. Und das sind die unglaublich detaillierten CGI-Cutscenes, welche ebenfalls dank der Power der Nintendo Switch, im Gegensatz zum 3DS und erstmaligen HD innerhalb der Serie, fast schon lächerlich gut für ein Kirby-Spiel wirken. Dabei läuft das Spiel zwar nur mit 30, dafür aber konstanten Bildern pro Sekunde, was wohl aber den euch dauerhaft hinterherlaufenden Begleitern und dem hohen Detailgrad zu schulden ist. Und apropos Begleiter, denn damit wären wir auch schon beim neuen Gimmick angekommen, welches erneut Schwung in die altbekannte Kirby-Formel bringen soll. Sprich, laufen, springen, fliegen, Gegner einsaugen, Gegner verkloppen und ins Ziel rennen. Denn wenn die Kirby-Spiele für eins bekannt sind, dann ist es das immer wieder bekannte Konzept mit neuen Kniffen zu versehen. Daher dreht sich in Kirby Star Allies dieses Mal alles um das Thema Freundschaft und vor allem Freundschaften zu erschließen. Somit ist Kirby dieses Mal besonders darauf aus, nicht nur seine Feinde brutal einzusaugen und sie zu übernehmen, sondern sich ebenfalls mit ihnen anzufreunden, damit sie der kleinen rosa Kugel behilflich sein können. Somit könnt ihr also, indem ihr kleine Herzen auf eure Gegner werft, diese nun bekehren und anschließend innerhalb eurer Gruppe hinzufügen. Ähnlich wie man es bereits schon aus Kirbys Funpack für das SNES kennt. Dies funktioniert allerdings nur mit Gegnern, welche auch eine Fähigkeit besitzen, womit Kirby-Nichtkenner erst ein wenig rumprobieren müssen, welcher Gegner genau welche Fähigkeit besitzt. Solltet ihr hingegen allerdings einen eurer gerade neu gewonnenen Freunde nicht mehr bei euch haben wollen, könnt ihr ihn einfach rauswählen und ihn durch den neuen, besseren Kumpan ersetzen. Wer allerdings schon genug wahrhaftige Freunde besitzt, kann selbstverständlich auch im Koop-Modus mit bis zu 3 Mitspielern gemeinsam mit Kirby sein Abenteuer bestreiten. Ansonsten übernehmen die kleinen Helfer-CPUs die Rolle eurer imaginären Freunde. Man merkt sehr schnell, dass das gesamte Spiel voll und ganz auf die Partnermechanik aufbaut und auf eine Multiplayer-Erfahrung ausgelegt ist. Trotzdem ist das Spiel auch im Einzelspieler gut spielbar, auch wenn schon mal hin und wieder kleinere Hakeligkeiten bei den CPUs vorkommen können. Dadurch kann es schon mal vorkommen, dass sie automatisch Gegner besiegen, die ihr gerade einsorgen wolltet, was nicht nur leicht nervig sein kann, wenn ihr Fähigkeiten wechseln wollt, sondern zugleich das ohnehin schlichte lineare Leveldesign nochmals einfacher macht. Doch eure Freunde können noch viel mehr, denn wenn ihr auf einer bestimmten Plattform steht und eure Freund-Power aktiviert, fügt ihr eure Kräfte zusammen, um beispielsweise den Freunde-Stern auszuführen. Mit diesem schmeißt ihr euch gemeinsam mit euren Kameraden auf einen Stern und durchfliegt kleine kurzweilige Shoot-'em-up-Passagen. Oder ihr baut mit dem Power eurer Freunde eine Brücke, womit ihr einen Gegner den Weg zum Schlüsselloch weisen müsst. Diese Freund-Power werdet ihr immer mal wieder im Spiel begegnen und setzt voraus, dass ihr teilweise die richtigen Verwandlungen und somit die maximale Anzahl an Freunden in eurem Team habt. Dabei macht es besonders Spaß zu sehen, welche Idee als nächstes von den Entwicklern ausgepackt wird und bleibt somit definitiv schon mal ein Spannungsbereich, inwiefern sie diese Mechanik noch weiter ausreizen werden im Laufe des Spiels. Doch dies ist nicht das einzige Feature, welches sein Revival feiert und mit einem neuen Kniff versehen wurde. Ihr könnt nämlich nicht nur als Kirby eine Fähigkeit aufsaugen, sondern sogar gleichzeitig zwei Fähigkeiten miteinander kombinieren. Dies kennt man bereits aus Kirby 64, funktioniert hier allerdings ein klein wenig anders, denn es ist nur möglich, dann zwei Fähigkeiten miteinander zu kombinieren, wenn ihr auch den richtigen Partner dabei habt. Dementsprechend ist es euch also möglich, ein Feuerschwert mit Hilfe eines Feuergegners und einem Schwertschwingers zu kombinieren, mit dem ihr beispielsweise die bereits erwähnten Holzstämme verbrennen könnt. Oder ihr werdet ein sogenannter Sprudelcurling, der euch kurzweilig abartig schnell macht. Oder aber veranstaltet eine riesige Kochtopfparty als Kombination, mit der ihr mal eben eure Freunde mitkocht.
Letzteres beschafft euch übrigens eine Menge an Nahrungsmitteln, falls eure KP-Leiste fast am Ende ist. Diese Fähigkeiten werden vor allem dann wichtig, wenn ihr Bonusräume innerhalb der Level finden wollt und streben gleichzeitig euer Gefühl fürs Ausprobieren an, weil jede Fähigkeit nochmals eine oder mehrere obendrein kann und gleichzeitig eure bereits vorhandenen Fähigkeiten verstärkt. Damit habt ihr also neben den ganzen neuen Verwandlungen, wie den Maler oder dem Stab, ebenfalls noch zahlreiche Möglichkeiten zum Experimentieren und Ausprobieren parat. Wie fast schon üblich bei Kirby-Spielen sind wir natürlich weiterhin gespannt, wie und ob der Schwierigkeitsgrad sowohl was das Finden der einzelnen Verstecke sowie auch die einzelnen Puzzles innerhalb der Bonusräume noch ansteigen wird. Denn bisher stolpert man schon fast förmlich über sämtliche Puzzleteile und auch Bonusräume, als dass sie dementsprechend versteckt sind. Trotzdem wirken die Bosskämpfe bisher sogar überraschend fordernd, obwohl man die ganze Zeit zu viert ist. Ebenfalls eine klassische Tradition und deswegen noch zu erwähnen sind die allseits immer wieder in Kirby-Spielen vertretenen Minispiele. Auch diese sind selbstverständlich im neuesten Ableger dabei, allerdings wirken sie bisher nur sehr nett. Die Minispiele waren zwar noch nie sonderlich umfangreich, allerdings wirken die bisherigen Minigames Hackmeister und auch Stern-Slam-Helden sehr minimalistisch gehalten und auch wirklich bis aufs absolut Nötigste reduziert. Mal sehen, ob sich das mit den anderen Minigames noch ändern wird oder nicht. Somit wirkt Kirby Star Allies momentan wie eine konsequente Fortsetzung des Kirby-Franchises, welches überraschend viele alte Features zurückholt, sie aber gleichzeitig auch mit neuen Kniffen versieht und damit fürs Erste eine geschickte Verbindung zwischen klassischer Nostalgie und neuen Ansätzen verbindet. Dabei bleibt es spannend zu sehen und wirft gleichzeitig kleine Bedenken auf, inwiefern sich das Spiel doch noch weiter absetzen wird und vor allem wie sehr das Kombinieren von Fähigkeiten auf lange Sicht motivieren kann. Ich hoffe, euch einen gelungenen Ersteindruck von Kirby Star Allies vermittelt zu haben und alles weitere werdet ihr in unserem bald erscheinenden Test in den kommenden Wochen erfahren.